Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und heute die Partie Belgien gegen Russland. Jawohl, das letzte Spiel hier an diesem Samstag. Ich denke mal, wir starten jetzt direkt in die Partie rein. Ja, Belgien, Russland, das wird ein krasses Spiel, denke ich mal. Belgien gut, Russland ist auch nicht so schlecht, denke ich mal. So. Also ich denke mal, Belgien wird gewinnen, schätze ich mal. So. Ich würde sagen, ein 2:1 für Belgien. So, wir haben hier für Finnland Reitala. Dann haben wir Martin Hinteregger. Für Österreich haben wir Gnabry für Deutschland. Türkei, Zilic, Italien, Jorginho, Kroatien, Vlasic, Türkei, Drico. Und dann haben wir hier für Tschechien, Tomáš Juříček als Jevil, Platinum. Boah, die sieht ja mal richtig geil aus. Jawohl. Also noch kein Tor gefallen in dieser Partie. Wir gehen direkt weiter hier. Ihr könnt ja wie immer eure Tipps in die Kommentare schreiben. So. Zack. Zack. Wir haben hier als nächstes für die Tschechen Boril oder Borschil. Dann hier für Slowenien Mack. Dann hier für die Schweiz Shaqiri. Portugal Bernardo Silva. Français Giroud. Für Österreich Schlager. Dann haben wir hier für Wales Wayne Hennessy. Hennessy als Fans Favorite. Die letzte Karte hier ist für die Schweiz Severovic als Goal Machine. Somit war es das für die erste Halbzeit. Kein Tor bis jetzt. Weder noch für Belgien, weder noch für die Russen. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der zweiten Halbzeit und los geht's. So, auf geht's in die zweite Halbzeit. So, jetzt muss noch mal was passieren hier. Zack, auf die Seite. Wir haben hier von Italien Barella. Dann haben wir für Russland Schunin. Und das ist das 1:0 für die Russen hier. Jawohl. Und weiter geht's hier mit England für mit Mason Mount. Dann haben wir hier Slowakei, Rodak, Spanien, José Gaya. Für Schottland haben wir hier Tierney. Dann haben wir hier Portugal, Pepe. Und hier haben wir England, Maestro und Prodigy, Rice und Henderson. Oh yeah. Auch nicht schlecht. Aber bringt uns nichts. Wir kommen hier zum letzten Booster in diesem Orakel und hoffen, dass hier noch ein paar Tore fallen. Den ziehen wir noch ein bisschen hier runter. Zack. So. Weiter geht's hier mit Polen. Wir haben hier Klitsch. Dann haben wir hier die Ukraine mit Matvienko. Finnland Arajuri. Nochmal Finnland Pojanpalo.
Dann haben wir hier die Schweden mit Viktor Claesson. Ja. Oh yeah. Hier haben wir Kroatien mit Luka Modric. Denk mal, das wird die letzte EM sein für ihn. Als Euro Topmaster. Das ist ja eine Rare. Alter, habe ich gar nicht erkannt. Dabei. Das sehe ich aber weiter. Er ist Topmaster. So sehen die Topmaster aus? Okay, ja. Okay. Dann nehmen wir das mal so. Hier haben wir Kroatien. Dejan Lovren als Fans Favorite. Die letzte Karte ist hier nochmal Kroatien für Andrej Kramaric Goal Machine. Und somit war es das mit diesem Orakel. Das Orakel besagt, dass hier die Russen gewinnen mit 1:0 gegen Belgien. Ja. Was meint ihr? Wird das so ausgehen? Ich denke mal, die Russen werden nicht abgeneigt mit diesem Ergebnis. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.